Hallo Leute, weiter geht's bei Resident Evil 8. Immer noch in der Fabrik von Heisenberg und nun kann ich eventuell hier was gießen. Moment, wo ist das Zeugs? Hier. Relief Kokille. Aber ich habe jetzt kein Eisen, oder wie? Ethan, geh da weg, das könnte heiß werden. Okay, abkühlen. Dann kriege ich jetzt das Teil dafür in die Wand. Was? Pferderelief. Oh, das Pferd. Danke. Ja, kein Problem. Ja, das Pferd ist das Symbol von Heisenberg, ne? Hier. Ein gusseisernes Relief eines Pferdes. Was? Okay, es hätte auch sein können, dass wir jetzt Strom haben, aber es wäre ein bisschen komisch gewesen. Heisenbergs Unterkunft. Jetzt betreten wir aber ein Gebiet, das wir nicht möchten, oder? Oh, hallo. Verzeihung. Was machst du hier? Das ist Heisenbergs Unterschlupf, nicht deiner. Ich sollte Munition herstellen, wird mir gesagt. Mach ich. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, shit. Jetzt kann ich gar nichts mehr herstellen. Ich habe noch zweimal Arznei und ich könnte es mir noch herstellen. Könnte ich mir noch öfters herstellen, das ist gut. Das ist gut. Oh oh, was ist hier? Wollte gerade sagen, was ist das da? Das ist eine Maschine. Was haben wir da? Dietrich! Und die gehen mir langsam aber sicher aus. Ich frage mich, ob ich alle vom Spiel gefunden habe, weil das Dorf oh mein Gott. Weil das Dorf haben wir ja gut. Ne? Abgegrast. Oh, das ist eine Riesenkiste. Einfach versuchen. Ne, natürlich klappt's nicht. Nee, die Karte. Heisenberg-Schlüssel, ja, okay. Müssen wir jetzt da runtergehen? Will aber nicht. Oh oh. Ah, Item. Item ist gut. Ich hoffe Munition. Oh, nur Geld wieder. Ich habe Gegner gehört, irgendwo. Ich sollte hier vorsichtig sein, merke ich gerade. Hätte zerquetscht werden können. Wo denn? Da vorne läuft irgendwas rum. Aber hier sollte ich vorsichtig sein. Lauf! Oh, hier. Draufhalten. Hau ab! Was zum... Okay, ist in Ordnung. Warum treff ich dich nicht? So. Geht doch. Er droppt mir immer ein paar Dinge. Ist gut. Was ist da? Explosivgeschoss. Sehr schön. Ich glaube, die Gegner wären zu dumm, um da durchzukommen, oder? Soll ich jetzt mein Leben irgendwie ein bisschen erleichtern? Warten und jetzt durch. Was? Warum wurde ich jetzt doch noch erwischt? Warum wurde ich jetzt doch noch erwischt? Das wird ja ziemlich genau genommen. Da liegt noch das von dem Typen, den ich von Weitem gekillt habe. Und weg da. Was ist das für ein Gang hier? Zum Glück ist es nicht Instant Death oder so. Ja, ich kann es übersehen. Ja, schade. Sehr schade. Als ob ich jetzt noch mal freiwillig durchgehen würde. Aber vermutlich muss ich das sogar. Aber ich habe hier keine Munition mehr. Oh nein.
Wie soll ich Heisenberg ohne Munition töten? Ja, ich sehe es, da könnte ich durchgehen. Irgendwas versteckt? Nö. Angst. Ich habe kaum mehr Munition. Mir geht's auch nicht mehr sonderlich gut, sehe ich gerade. Öffnen. Dass das so leicht geht. Leg doch das ruhig weg, Menschenskind. Na? Karte. Wir könnten da in die Gießerei weitergehen? Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie das aufgebaut ist hier. Was war das? Und bis noch mehr. Wo? Gott. Okay, das gefällt mir nicht. Jura, komm schon. Ich hab Angst, da stehen Figuren. Die werden ganz bestimmt lebendig. Oh nein. Erinnert mich irgendwie... Ja, ich kann's nur wieder betonen. Resident Evil 4. Oh, jetzt habe ich hier eine Abkürzung. Aber warum? Naja, das ist gut. Dann könnte ich immerhin vor irgendetwas flüchten. Oh, das geht kaputt. Da! Da! Möchte ich hierfür was opfern? Ich versuch's. Cool. Und? Mechanisches Teil. Ich musste das zerstören. Ja, aber... Wie hätte ich jetzt das gemacht ohne... Ohne explosives Teil? Hätte ich bestimmt auch mit einer Menge Munition kaputt gekriegt, aber... Oh, hört doch auf, so viele Wege hierhin zu machen. Oh, da oben hängt jemand. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Kaum was. Reservegenerator. Kann ich den irgendwie anmachen? Glaub nicht. Okay, dann gehe ich scheinbar doch mal nach unten. Hahaha, bedrückende Stimmung. Das fühlt sich jetzt schon wieder eher an wie Resident Evil, muss ich sagen. Ist hier irgendwo was? Nicht mal hier hinten? Doch da. Kann ich auch nichts öffnen. Ich werde hier irgendwann zurückrennen müssen, glaube ich. Auch da gibt's noch mehr. Mine! Nimm sie mit, Idiot. Ja, Minen, Minen, Minen. Jetzt habe ich viele davon, oder? Ich habe 7 Minen. Sollte ich dann doch vielleicht mal benutzen. Die muss ich jetzt wieder kaputt machen, oder wie? Ja. Das da unten auch, aber zuerst... Aufpassen. Na, na, na? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Was ist das? Schießpulver. Oh, Karte der Fabrik. Sehr nett. Bereich unten. Alles klar, alles klar, alles klar. Sieht jetzt nicht mal so groß aus, wie es sein könnte. Liegt auch noch was? Mechanischer Soldat, oh nein. Modellsoldat, Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kado eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirntod, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert, danach Stillstand. Version 1.01. Kopfstück am Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen... Lycans oder Lycans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Version 1.1. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebendem Körper versuchen. Version 1.15. Kado-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output.
Experiment 2. Kampf gegen Lykans. Innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Ja, so ein Typ haben wir gesehen. Nochmal was zu gießen. Wofür brauche ich ein Zahnrad? Aufschließen. Ah, damit ich jetzt direkt wieder in die Gießerei kann. Okay. Na, wieder dieser Gang. Mit den ganzen Typen. Ah! Ich wusste es so sehr. Trotzdem bin ich erschrocken. So, hier, weißt du was? Ha! Idiot. Gib mir das. Schieß doch! Oh mein Gott. Das war verdammt nochmal knapp, habt ihr es gesehen? Oh, ich wusste, dass da irgendwann mal einer lebendig wird. Ich wusste es. Trotzdem, oh mein Gott. Mein Herz. Okay, mach dir mal so ein scheiß Zahnrad. Na, wo soll ich jetzt damit hin? Wofür brauche ich jetzt ein Zahnrad? Jetzt mal im Ernst. Ja, diese Soldaten, immer aufs, ich sag mal, Herz zielen. Dann geht's ja. Großes Zahnrad. Wo brauche ich ein großes Zahnrad? Schalter. Heisenberg-Schlüssel habe ich nicht. Da habe ich irgendwas gemacht. Generator. Aufzugssteuerung. Hä, was soll ich jetzt damit? Jetzt mal im Ernst, was soll ich damit? Karte, wo bist du? Hier. Ja, das war hier beim Duke, ne? Hier bin ich in der Gießerei, da habe ich einen Schalter. Generator. Das Kugellabyrinth. Ne, hier war der... Shit, hier war der Händler. Ganz unten. Ne, nicht ganz unten, aber fast. Ja, dann gehe ich halt nochmal dahin, zum Schalter. Wo brauche ich jetzt ein Zahnrad? Ich hatte echt überfragt. Was da ist denn? Nee, auch nicht. Kann nicht sein. Wo geht's da nochmal rein? Da. Da komme ich nicht rein. Nee, hier kann es nicht sein. Ha, was soll ich jetzt mit dem Zahnrad? Sagt er vielleicht irgendwas dazu? Da. Ein gusseisernes Zahnrad, das wohl zu einer Maschine gehört. Ja, ach was. Aber wo? Welche Maschine? Wenn ich jetzt wieder rausgehe. Dahin. Aber wie kam ich denn... Moment. Hä? Soll ich wieder nach oben gehen? Nach hoch, ja. Ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung, wo ich ein Zahnrad brauche. Also wirklich nicht. Gegner? Vielleicht hier oben? Konnte ich ja auch nichts machen, aber... Habe ich hier ein Zahnrad gebraucht? Nee. Ja, verflucht. Ich müsste darüber gehen, aber kann ich nicht. Gab es irgendwo einen Generator, der ein Zahnrad benötigte?
weiß es echt nicht mehr. Kugellabyrinth. Nee, jetzt gehe ich wieder zum Händler. Hm. Das ist jetzt schwer. Wo führt ihr mich hin? Da drin war ich aber. Ja, da war das Kugellabyrinth. Als ob er Fernsehen gucken würde oder so. Hä, muss ich noch weiter zurück? Oh, ich kann nicht mehr zurück, oder? Doch, durch den Boden. Hier. Hä? Es kann doch nicht sein, dass ich so weit zurückgehen muss. Oder? Nee, hier bin ich runtergefallen. Hier kann es nicht sein. Okay, was übersehe ich gerade? Allgemein übersehe ich hier noch was. Scheinbar. Ja, da unten war es so unübersichtlich. Kann gut sein, dass ich was nicht gefunden habe. Oh, da. Metallreste. Und immer noch nicht alles. Hier kann ich mich ein wenig umsehen noch. Wo ist noch was für mich? Oder komme ich später vielleicht nochmal hier hin irgendwie? Diese Musikeffekte. Gehst du da hoch, bitte? Wo habe ich denn noch was übersehen? Warum ist das Gelb da? Verstehe ich nicht. Ich muss ja hier hoch. War da was? Ja, das ist ein anderer Weg. Aha, da. Und alles. Gut. Sorry dafür. Aber wenn ich schon mal hier bin, nehme ich natürlich auch alles mit. Verzeihung. Da hoch. Na, wo brauche ich jetzt ein verkacktes Zahnrad? Und hier komme ich nicht mehr zurück. Hier bin ich runtergefallen. Nachdem wir von diesem Propellervieh da verfolgt und beinahe zerfleischt wurden. Kann also nicht sein. Können wir uns jetzt eigentlich, ja, dem Auswahlverfahren widmen? Hier ist nichts. Da oben ist eigentlich auch nichts, weil der Aufzug funktioniert nicht. Hinter der anderen Tür ist nur das Kugellabyrinth. Glaube ich. Schauen wir gleich nochmal nach. Hier hinten war nur Zeugs, ja. Nur Zeugs. Aber warum habe ich die eine Kugelmaschine nicht gefunden? Klappt hier jetzt was? Nee. Bringt mir das irgendwie was? Ja, nee, weil solange ich den Aufzug nicht benutzen kann, eigentlich nicht. Wo gehe ich jetzt am besten hin mit diesem Zahnrad? Im Ernst jetzt. Hm. So. Bis hierhin gibt's nirgendwo was. Kann ich irgendwie da rein noch? Nee. Nee, da kann ich scheinbar noch nicht rein. Hinter mir ist nur ein Schalter. Bringt mir also auch nichts. Wo brauche ich jetzt ein Zahnrad zur Hölle? Weiß das jemand? Das ist jetzt wieder ein bisschen... Ja, was heißt nervig? Ich meine... Ne, muss halt mal ein bisschen was suchen. Karte, jetzt sind wir wieder da. Oder brauche ich hier drin bereits irgendwo... Zahnrad? Kann ich hier noch was machen? Ich habe auch die... die Formen habe ich weggelegt. Na gut, dann gehen wir halt nochmal
den Weg nach unten. Irgendwo werden wir schon was finden. Aber Leute, für heute würde ich sagen, war es das mit Resident Evil 8. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.